Grüß euch, meine Lieben. Ich habe wieder ein neues Rezeptteil für euch. Heute wieder was sehr Einfaches. Und zwar machen wir einen Zwiebelkuchen. Der ist wirklich sehr einfach in der Zubereitung und schmeckt sehr, sehr lecker. Ja, und wie ich den gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Wir brauchen einmal genau 170 Gramm Wasser. Das hat bei mir Zimmertemperatur. 9 Gramm frischen Germ bzw. Hefe, alternativ könnt ihr auch 3 Gramm trockene nehmen, einen halben Teelöffel Zucker, genau 300 Gramm Mehl, das ist hier in Österreich ein Typ 700 und in Österreich ein 550er, 6 Gramm Salz und genau 40 Gramm Butter, die habe ich mir jetzt schon so in Würfel geschnitten. Das Ganze werden wir jetzt einfach nur zu einem schönen Teig verkneten. Hier habe ich jetzt meinen gekneteten Teig. Den werde ich jetzt einfach nur zu einer Kugel formen. Wie ihr sehen könnt, ist das auch nicht viel, aber es reicht. So, tada. Und nun nehme ich mir einfach nur eine Schüssel. Die werde ich etwas bemehlen, gebe dann meinen Teig hinein, bemehle den auch leicht von oben, dann decke ich ihn ab und den lasse ich jetzt für 30 bis 45 Minuten lang schön aufgehen. Wenn unser Teig jetzt aufgeht, bereiten wir dann unsere Zwiebelfüllung vor und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich da vielleicht ein paar so von meinen Tipps von euch weitergebe. Von den Zwiebeln her bitte die Hausfrauen, die schon Ewigkeiten Hausfrauen sind, die werden das jetzt natürlich jetzt belächeln, denken, die wie ich weiß, wie man eine Zwiebel schält und schneidet, das brauchst du mir nicht sagen. Eh klar, bitte, spult dann einfach nur vor. Nur, ich kenne das von mir, wo ich so jung war und ich habe schon wirklich sehr früh damit angefangen, weil ich immer im Haushalt mitgeholfen habe. Und da wäre es mir sehr praktisch gewesen, wenn ich das gewusst hätte. Und da schauen ja auch doch einige Jugendliche auch meine Videos an. Deswegen wollte ich euch mal meine Tipps zeigen. Was ich jetzt versäumt habe, da bin ich dann zu spät drauf gekommen. Ich hätte euch auch zeigen können, wie ich sie immer schäle. Ich mache das immer so, dass ich sie halbiere und dann schäle. Da tue ich mir dann einfacher. Und seht ihr da das Teil vorne, also das Bürzel, ja, sagt man jetzt bei uns. Da lasse ich immer so ein Teil dazu, weil das ist dann die Halterung von unseren Schichten, seht ihr? Ich schneide das nie so viel weg, damit mir das die ganzen Schichten zusammenhaltet. Und dann gebe ich das immer in warmes Wasser. Ist ja unterschiedlich, einige Zwiebeln sind scharf, einige weniger scharf. Aber ich habe den Eindruck, sobald man sie dann in warmes Wasser, also nicht brennend heiß, wir wollen die Zwiebeln nicht kochen, aber wenn man sie dann ein bisschen in warmes Wasser eingibt, dann sind sie gleich nicht mehr scharf. Was ich vergessen habe zu sagen, ich habe hier insgesamt so um die zwischen 800 und 900 Gramm Zwiebeln. Ich habe sie abgewogen noch mit der Schale, also wie ihr sie erwischt, weil das kann man ja nicht immer ganz genau abwiegen. So, hier habe ich jetzt meinen Zwiebel. Das Ende gebe ich jetzt hier von mir weg und nun werde ich das seitlich schön einschneiden. Ich hoffe, ihr seht so dazu. Ich schneide das so ein, dass ich hier das doch wirklich schön dran lasse. Das ist dann unsere Halterung. So schneide ich das dann einfach da schön ein. Dann schneide ich es einmal hier einmal so hinein. Und jetzt werden wir einfach nur schön die Würfel runterschneiden. Ganz wichtig ist es, da solche so wie Katzenballen zu machen, dass wir uns ja nicht schneiden. Seht ihr, weil wenn man dann da schneidet, das sind dann da einfach die Knöchel da im Weg, dass man sich da ja nicht die Finger schneidet, in die Finger schneidet. Und jetzt schneiden wir dann einfach Würfel herunter. Seht ihr? Und wirklich immer gut hinschauen, wo man schneidet. So lang, bis es geht. Und dann mache ich das so, dass ich mir die Zwiebel dann so herlege. Da schneide ich dann auch wieder schön ein. Bisschen weiter. Und dann schneide ich da einfach dazu, einfach um so viel wie möglich von der Zwiebel zu verwerten. Einfach schön rundherum, dann lege ich sie mir wieder auf und schneide hier auch weiter. Und zum Schluss bleibt dann wirklich nur ein ganz kleiner Mini-Rest von der Zwiebel. So, und wie gesagt, wirklich gut hinschauen, was man schneidet.
So, das mache ich jetzt mit dem Rest auch. Hier habe ich mir jetzt einfach nur eine Pfanne aufgesetzt und etwas neutrales Öl hineingegeben. Und als nächstes gebe ich dann hier so diese Würfel hinein. Eigentlich sollte man da Speck nehmen. Aber ich habe jetzt übersehen und habe keinen da. Ich habe mir fest eingebildet, ich habe noch einen da. Aber das macht nichts. Also ihr könnt entweder Speck nehmen. Ich habe diese Hartwürstel einfach genommen. Eignen sich ja genauso dafür. Ich habe so zwischen 160 bis 180 Gramm genommen, also genau zwei von diesen Teilen. Aber wie gesagt, ihr könnt da natürlich auch Speck nehmen, aber da ich die jetzt hatte, habe ich mir gedacht, die werden natürlich auch gut passen. Und jetzt werden wir die als erstes anrösten, einfach nur weil dann haben wir gleich die schönen Aromen von denen, als wenn wir sie dann bei den Zwiebeln dazu tun würden. Also ich finde das so halt besser. Mein Öl war noch nicht ganz warm. Nun werde ich die wirklich nur für ein, zwei Minuten hier einmal anbraten. Sobald man die dann riecht, dann ist das eigentlich auch schon genug. Das geht wirklich ziemlich flott. So, voilà. Das reicht dann auch schon. Ich rieche schon die leckeren Aromen. Jetzt kommen dann die Zwiebeln dazu. Da nehmen wir auch wirklich alles schön mit. Hier könnt ihr auch natürlich gerne auch einen Lauch nehmen, beziehungsweise Porree, wenn ihr habt, würde auch ganz gut passen. Jetzt werden wir das Ganze einfach nur zusammen anbraten, bis unsere Zwiebeln schön glasig sind. So, wenn unsere Zwiebeln dann schön glasig sind, können wir dann auch schon abdrehen. Das riecht jetzt schon so lecker. Gut. Ich werde mir das jetzt einfach nur in eine andere Schüssel geben, weil meine Pfanne einfach so lange warm bleibt und ich möchte, dass das jetzt einfach nur ein bisschen auskühlt. Deswegen schütte ich das einfach nur um, meine Zwiebeln. So, und jetzt werde ich das einfach nur ein bisschen auskühlen lassen, bis es in etwa lauwarm ist. Hier habe ich jetzt genau zwei mittelgroße Eier. Da gebe ich genau 250 ml Schlagobers bzw. Sahne dazu. Dann salze ich das, bitte Salz nach Geschmack. Ist natürlich auch von dem Speck abhängig, den ihr bzw. Würstchen, die ihr benutzt. Dann etwas Pfeffer und etwas Muskatnuss. Wer möchte, nur ganz leicht, aber ich finde, es gibt einen guten Geschmack. Das Ganze werde ich jetzt einfach nur ein bisschen miteinander verrühren bzw. verquirlen. So, nun habe ich hier meine Zwiebeln, die sind jetzt etwas abgekühlt und abgedampft. Und jetzt gieße ich das einfach nur hier wirklich schön alles dazu und vermische das ganz einfach. Und dann gebe ich noch 100 Gramm geriebenen Käse dazu. In meinem Fall ist das ein Gouda. Ihr könnt aber jeden beliebigen nehmen. Aber da ich den jetzt zu Hause habe, wollte ich den natürlich benutzen. Das mische ich da jetzt auch einfach nur schön hinein. Dann hätten wir unsere Füllung eigentlich auch schon fertig. Mein Teig ist jetzt auch schon startbereit. Jetzt werde ich mir nur etwas meine Arbeitsfläche bemehlen und stürze mir den Teig raus, beziehungsweise hole mir den raus und gebe mir den da auf die Arbeitsfläche. Nun drücke ich ihn mir nur ein bisschen so flach. Mehr mache ich auch gar nicht. Ich schaue nur, dass da überall schön Mehl ist. Hier habe ich dann meine Form. Ich habe hier eine Springform mit 26 cm Durchmesser. Am Boden habe ich einfach nur ein Backpapier gegeben und die Seiten habe ich etwas mit Butter eingefettet. Jetzt nehme ich mir einfach nur meinen Teig und lege den da hinein. Ihr könnt ihn natürlich auch ausrollen und dann hineinlegen, aber dann fallen immer die Seiten hinein und man muss ja dann sowieso aufdrücken. Deswegen drücke ich den jetzt einfach nur da schön, setze die am Boden an und mache mir da einfach einen schönen Rand etwas hoch und durch die Butter klebt es dann natürlich auch sehr gut am Rand fest. Also das geht wirklich schnell, zügig.
Nun kommt einfach unsere Füllung da schön hinein. Die werden wir da einfach drinnen verteilen. Kann man entweder geriebenen Käse wieder drüber streuen, jeden beliebigen. Ich werde jetzt hier ein Stück Mozzarella einfach drüber zupfen. Ich glaube, so ein Stück hat 125 Gramm, glaube ich. Und ich zupfe es jetzt einfach nur so schön drüber. Aber wie gesagt, jeden beliebigen Käse, den man möchte, kann man benutzen, beziehungsweise den man zu Hause hat. So, und nun kommt das Ganze in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze. So, meine Lieben, und so sieht mein Zwiebelkuchen jetzt fertig aus. Ich habe den jetzt abkühlen lassen. So in etwa eine Stunde habe ich ihn jetzt abkühlen lassen. Der ist noch immer schön lauwarm. Am leckersten ist er natürlich gleich ganz warm. Aber da hat man einfach keinen schönen Anschnitt. Und ich weiß, das wollt ihr immer so gern sehen. Vielleicht sogar auch bei dem. Deswegen habe ich das ein bisschen abkühlen lassen. Bei mir war er so um die 45 Minuten im Backofen. Also plus minus in etwa müsste es bei euch auch dauern. Ist halt immer abhängig von jedem Backofen natürlich. Ja, meine Lieben, ich hoffe, dieses Rezept hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen da, einen Kommentar. Ich freue mich auch sehr im Nachhinein, wenn ihr mir berichtet, wie ihr das Rezept findet, wenn ihr es denn leicht nachgekocht habt. Ja, sonst wünsche ich euch einen guten Appetit, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!